begrüße euch in der Diktum-Kurswerkstatt in München. Ich heiße Peter Lanz, bin hier der Werkstattleiter. Und heute werden wir eine kleine Schatulle bauen mit Schiebedeckel eingenutet, der Boden eingenutet und die Ecken stumpf auf Gehrung verleimt. Und das Ganze relativ viel mit Handarbeit. Das Material ist schon ausgehobelt, wir werden es verputzen. Man kennt es, dass man häufig beim Auftrennen, wenn Hölzer dünner geschnitten werden, auftrennen an der Bandsäge, dass eben Reste übrig bleiben, die zu schade sind, um sie wegzuwerfen. Weil die Maserung toll ist, das Holz toll ist. Und aus diesen Resten machen wir heute eine Schatulle. Vorweg wollte ich euch noch einen Trick zeigen, wenn ihr wollt, dass die Maserung umlaufend ist über die Ecken. Ja, bei dem ist es nicht ganz so. Also am Ende passt die Maserung nicht ganz zusammen, weil es ursprünglich ein langes Brett war, das eben jetzt einmal außenrum gefaltet ist sozusagen. Aber wenn man das Holz aufdrennt, ja, sodass, wenn man es als Flächenverleimung machen würde, dieses schöne Book-Matching-Bild entsteht. Wenn man das eben so aufdrennt, dann kann man durch geschicktes weiteres Zuschneiden das erreichen, dass die Maserung wirklich umläuft. Und das will ich euch an diesen beiden Stücken kurz zeigen. Also das Holz war ursprünglich so, wurde in der Mitte aufgetrennt. Ich nehme jetzt die beiden Innenflächen nach außen, weil da passt das Furnierbild oder das Maserungsbild am schönsten. Und wenn ich jetzt eine Kiste, eine rechteckige Kiste bauen will und aus dem einen Teil eine lange und eine kurze Seite schneidet, dann passt an dem Stoß die Maserung zusammen. Und wenn ich dann aus dem anderen Stück von der Seite zuerst die lange Seite schneide und dann die kurze, dann passt die Maserung an den Ecken auch zusammen. Dann zwar spiegelbildlich, aber die Maserung läuft schön außenrum. Machen wir kurz. Ich messe auf der Seite zum Beispiel 34 cm rein und beim anderen auch 34 und ich kann jetzt auch schon mein Werkszeichen drauf machen. Hier die Unterseite des Dreiecks, da die Oberseite, die werden sich nachher gegenüber sein und an dem Teil die Spitze zur Spitze zeigend, der linke Teil des Schreinerdreiecks und hier der rechte Teil, ja, weil auch diese Teile sich dann nachher gegenüberstehen. Säge ich das kurz ab, dann können wir schauen, wie schön die Maserung zusammenpasst. Einmal hier und einmal da. Und da jetzt schon das Schreinerdreieck drauf ist, kann man nachher auch die Teile nicht mehr verwechseln. Wenn ich jetzt die Kiste zusammenstelle, kann man sich vorstellen, da läuft die Maserung durch. Hier auch. Und an den beiden anderen Ecken auch. Ja, außen. So und so. Und das nennt man
beispielhaft, ist die Maserung am dominantesten. Vielleicht diese Ecke, ich hobel die schnell auf Gehung und dann werden wir sehen, wie die Maserung auch an den Ecken, die vorher nicht zusammengepasst haben oder zusammen waren, die nicht eine Verlängerung von einem zum anderen Teil war, dann wieder die Maserung passt. Ups, festspannen. Für die andere Ecke, die andere Gehung, gleiche Ecke, sieht wunderbar, wie die Maserung durchläuft. Ja? Ursprünglich waren die beiden Teile so nebeneinander, ja. Lang, kurz, kurz, lang, richtig drehen. So war ursprünglich das Holz zusammen. Dann habe ich die Teile vertauscht, sodass die Innenflächen nach außen gekommen sind, habe dann hier Teile abgelenkt, kurz lang, lang kurz und dann läuft so die Maserung an der Kante weiter. Hier spiegelbildlich, da läuft sie durch, weil sie ja ursprünglich auch mal so zusammen war. Dann wagen wir uns an die Kiste. Das erste ist, dass wir die Innenflächen verputzen mit dem Hobel. Ein bisschen sauber machen. Festspannen. Darauf achten, dass die Bankhaken nicht überstehen. Und dann mit einem schön dünn eingestellten, frisch gehobelten Schaf die Flächen sauber verputzen.
direkt die Nuten für Boden und Deckel anhobe. Ja, ich habe zwei Streichmaße so eingestellt, dass mit Schneiderad, dass ich die Nut schon vorritzen kann, in der Hoffnung, dass die beiden Kanten der Nut dadurch etwas schöner werden, weniger ausreißen, weil so ein einfacher Nuthobel eben keine Vorschneider hat und es dadurch manchmal, wenn die Maserung ungünstig ist, es zu ein bisschen Ausrissen führt. Dann fängt man am vorderen Ende des Brettes an und arbeitet sich nach hinten, weil dadurch eben der Hobel etwas gleichmäßiger und schöner zu führen ist. So, die erste Nut ist fertig. Jawohl. Das Brett um. Wir machen an die andere Seite auch eine Nut. Wichtig bei dem Nuthobel ist, dass diese Fläche, wo jetzt auch ein Holz aufmontiert ist, um den Anschlag etwas zu verlängern, dass diese Fläche sauber an der Kante anliegt über die ganze Länge des Hobelstoßes und die rechte Hand, die schiebt, nicht den Hobel verkantet. Deswegen ist es einfacher am Anfang, wenn man den Hobel nicht umgreift, sondern die Hand nur von hinten auflegt und die Führung der linken Hand überlässt. Die rechte schiebt nur. Thank you.
Okay. Die letzte Note ist fertig. So, wir können gleich ans Formatieren der Saiten gehen. Suchen die Stellen aus, wo die Note am schönsten ist. Ja, machen jeweils eine lange und eine kurze Saite. Der Deckel, das Material. 15 cm breit, dann wird nachher noch genau formatiert. Und wie lang machen wir die Kiste? 15 cm und 26 cm lang. Prozent genau sein, das genaue Maß entsteht dann beim Bestoßen. So, die Teile werden wieder abgelenkt. Beide Teile.
So. Dann brauchen wir wieder die Bestoßlade. Anzustoßen. Wir können auch gleich die Teile zusammenzeichnen, sprich das Schreinerdreieck draufzeichnen. Ich achte darauf, dass wenigstens an den beiden Ecken, wo das Holz ursprünglich zusammen war, wenn es funktioniert. Ne, da funktioniert es nicht. Da müsste die lange Ecke da sein. Das hätte man andersrum sägen müssen. Aber wenigstens an einer Ecke läuft die Maserung durch. Dann gibt das die beiden kurzen Seiten. Die beiden langen. Aber jetzt ist klar definiert, welches Teil wohin gehört. Wenn es nachher zusammen ist, läuft das Dreieck umlaufend durch. Ja. Wunderbar. Beim Bestoßen habe ich ja jeweils an den beiden Flächen keine Unterstützung. Das heißt, da wird es ausreißen. Deswegen mache ich schnell aus einem Stück Abfall zwei Glötzchen, die genau in die Not reinpassen, sodass es nachher beim Ohne nicht ausreißt. Leider zu dünn. Dann müssen wir es anders machen.
Klötzchen sollten möglichst Bress in der Nut Platz haben, damit sie die Flanken bestmöglich unterstützen. So, aber jetzt geht es an das Bestoßen der Gärungen. Auch zu dick. So, das ist jetzt die letzte Seite der zweiten kurzen Seite. Jetzt kann ich beide aneinander stellen und schauen, ob es gleich lang ist. Und in dem Fall, Zufall, passt genau. Wäre jetzt eine der beiden länger gewesen, hätte ich es mit der Bestoßlade ganz genau passend auf die gleiche Länge bestoßen können. Das Abfall. Das Schreinerdreieck drauf, da geht es weiter. Und dann schauen wir, ob es bei den langen Seiten genauso schnell passt, ohne großes Nachbestoßen.
So. Noch drei. Nee, noch zwei. Noch eine, und um eventuell noch ein bisschen mehr die Chance zu geben, wieder Kräfte zu sammeln, noch ein paar Worte zum Bestoßen und zur Bestoßlade. Die Bestoßlade muss natürlich schön winklig gefertigt werden. Die gibt dann die 45 Grad beziehungsweise in der Richtung 90 Grad vor. Hier auf der Seite habe ich zweimal 90 Grad, kann also Brettenden winklig bestoßen. Und der eigentliche Vorgang des Bestoßens ist eine relativ komplexe Bewegung. Ich schiebe das Werkstück gegen die Hobelsohle vor dem Eisen, nehme dann einen Span ab, ziehe den Hobel wieder so weit zurück, dass das Eisen wieder vor dem Werkstück ist, schieb das Werkstück wieder nach um Hobelspandicke und nimm den nächsten Span ab und so fort. Also schneiden, zurückziehen, nachschieben, festhalten, schneiden, zurückziehen, nachschieben, festhalten, schneiden, zurückziehen, nachschieben, festhalten und so weiter. So, jetzt kontrollieren wir die Länge der Teile. Diesmal bin ich bei dem gerade gehobelten noch ein kleines Stück zu lang. Und das wird jetzt passend zum anderen auf die Länge bestoßen. Bis es genau passt. Ein kleines Stück. So, sind sie gleich lang. Stoßlade kann erstmal zur Seite und dann können wir schauen, ob alles passt. Wunderbar. Als nächstes werden wir die Deckel und Boden formatieren und dann Phasen anhobeln.